Aber bevor ich in das Thema einsteige, meine fünf Geheimnisse, wie man Ziele wirklich erreicht und warum 2024 ja dein Erfolgsjahr werden kann, die kommen gleich anschließend. Und einen Geheimtipp gebe ich dir noch: Bleib bis zum Schluss. Da habe ich ein Special-Special-Angebot für dich, damit 2024 für dich das Jahr des Durchbruchs wird, wo du wirklich durchstarten wirst. Aber die häufigsten Gründe, warum Menschen die Ziele nicht erreichen oder schnell wieder ad acta legen, da gehört 30% dazu, ist die fehlende Motivation. Aber warum fehlt uns die Motivation? Weil, aber da komme ich leider noch bei den Geheimtipps dazu. Jetzt gebe ich da, bleib dran, gleich kommt der Geheimtipp und da erzähle ich es dir. 20% der Menschen geben die Ziele auf, weil sie unerwartete Hindernisse haben, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und dann geben sie auch schnell auf. Ah, da komme ich jetzt gleich bei den fünf Geheimnissen dazu. Bleibt dran. Und 15% sind mangelnde Ressourcen. Das hängt mit Zeit oft zusammen, mit Geld und mit Wissen. Und auch da bei den fünf Geheimtipps habe ich wirklich einen Geheimtipp, einen absoluten, den ich in der letzten Zeit erst so richtig für mich entdeckt habe. Bleibt dran, es zahlt sich aus, meine fünf Geheimtipps, wie du 2024 zu deinem erfolgreichen Jahr machen kannst. Die restlichen 30% sind dann noch mit, ich schaue da ab und zu auf den Zettel, weil ich wollte ja nichts vergessen und deshalb muss ich mal meine Stichpunkte da einfach wiederholen, dass ich ja nichts Wichtiges vergesse. Also 30% sind fehlende Ziele, Selbstdisziplin und keine Unterstützung. Und jetzt komme ich aber schon zu meinen fünf Geheimnissen. Das erste Geheimnis ist ein klares Ziel. Was ist ein klares Ziel? Ein Ziel hat immer natürlich Zeit, die Zahlen, also es muss messbar sein. Es muss messbar sein und kontrollierbar sein. Also du musst das Ziel genau definieren. Du kannst nicht sagen, ich wünsche mir ein Haus, das ist zu unklar. Sondern du musst klar definieren, ich wünsche mir ein Haus mit Garten, mit Swimmingpool, mit zwei Bädern, mit drei Schlafzimmern, mit einer Küche, so eine Wohnküche, bla bla bla, ganz genau definiert. Dann ist wichtig, dass du sagst, zu welchem Zeitpunkt wirst du das haben. Also, dass du sagst, ich wünsche mir genau Dezember zu Weihnachten 2024 bin ich im neuen Haus drinnen, zum Beispiel. Ja? Also es muss genau Ort und Zeit. Warum ist das so wichtig? Und ich habe gerade vor kurzem so einen ganz, ganz, ganz tollen Impuls gekriegt. Und zwar, wir hören doch oft den Satz, der Weg ist das Ziel. Na, eins sage ich da, ohne Ziel hast du auch keinen Weg. Weil wir setzen uns immer Ziele. Weil wenn du kein Ziel hast, dann ist es wie ein Segel im Wind. Du drehst in alle Richtungen und kommst nirgends an. Und das Schicksal bestimmt dann deinen Weg. Aber in Wirklichkeit haben wir immer ein Ziel. Sogar wenn wir spazieren gehen durch den Wald, haben wir das Ziel, in einer Stunde will ich zu Hause sein und Kaffee trinken mit, weil die Freundin kommt. Zum Beispiel. Oder ich gehe jetzt einkaufen, Backzutaten, weil ich einen Kuchen backen werde, weil zum Wochenende kommen meine Kinder zu Besuch. Ist auch ein Ziel. Warum gehe ich jetzt einkaufen? Also ein Ziel haben wir immer, weil sonst kommen wir nirgends an. Aber das Schöne ist, der Weg dahin, also der Weg zu dem Ziel, der Weg zielorientiert, vom Ziel ausgehend, ganz eine wichtige Information ist es, der darf Freude bringen, Leichtigkeit sein, aber wenn es Umwege gibt, auch Umwege sind Wege und die dürfen Spaß machen. Und genau das ist es, dass dieser Weg zu dem Ziel Spaß macht, Freude macht, messbar ist und dich motiviert. Genau. Und jetzt kommt ein zweites Geheimnis. Ein zweites Geheimnis und das ist auch eines so Wesentliches. Wir machen uns oft zu große Ziele. Und vergessen es, dass wir in kleine Schritte unterteilen. Und da ist das Geheimnis wieder kleine Schritte. Das heißt, dass du ein Ziel vielleicht in einem Jahr hast und dann das dividiert durch 365 Tage und schaust, was ist denn heute überhaupt zu tun? Und du brauchst heute nur den einen Schritt tun, der für heute nötig ist. Und was macht Stress? Stress macht das, wenn wir immer die Sachen von 3 Tagen erledigen wollen. Aber es ist gar nicht. Der Moment jetzt ist wichtig, dass du das tust, was jetzt erforderlich ist. Und jetzt brauchst du noch nicht Gedanken machen, bei welchen Lieferanten kaufst du die Fenster für das Haus. Jetzt ist wichtiger,
Du planst einmal, wo möchtest du das Haus hinstellen, welchen Architekt oder wo kaufst Grund, wo suchst du das? Das sind die ersten Schritte. Also jeder Tag hat seine Aufgabe und das schiebst du nicht auf die lange Bank, sondern die erledigst du. Und dann nach diesem Plan, dem Geheimnis, die kleinen Schritte, wirst du auch die Ergebnisse messen können, die Zwischenergebnisse, und du bleibst motiviert und kannst dein Ziel verfolgen. Manche Schritte werden schneller gehen als erwartet, manche werden langsamer sein, aber die Richtung wird passen. Genau das geht es da um, die kleinen Schritte. Das war Motivation 2 oder Grund 2. Jetzt kommen wir schon zum, haha, da habe ich ja eigentlich was mit, zum Punkt 3. Jetzt haben wir schon den Dreier-Schritt. So. Genau, und der Punkt 3 ist jetzt Selbstdisziplin. Boah, das ist ein schweres Wort, Selbstdisziplin. Und jetzt ist ganz was Tolles. Erfolg wird nicht durch Selbstdisziplin gemacht, sondern durch die kleinen, Schritt für Schritt, kleine, jetzt sind wir wieder bei kleinen Gewohnheiten jeden Tag. Und das ist so. Selbstdisziplin, das klingt so schwer, so anstrengend. Das macht so, oh, da wird man schon müde, wenn man daran denkt, jetzt brauche ich Selbstdisziplin. Aber erfolgreiche Menschen werden ja nicht in einem Tag erfolgreich. Erfolg ist immer ein Marathon und das ist das Ergebnis vieler kleiner Schritte. Das heißt, mach da einfach Rituale und Gewohnheiten, die du jeden Tag wiederholst. Und dann denkst du nicht mehr dran, dass du das machst und dann wird das so automatisch wie Zähne putzen, dass du keine Disziplin mehr brauchst, weil dann macht es dir Spaß oder zumindest ist es so selbstverständlich, dass es dir auch nicht belastet, sondern dass du es einfach tust. Da kann zum Beispiel dazugehören so ein Erfolgstagebuch, dass du jeden Tag aufschreibst, nur 2 Minuten vor dem Schlafengehen, was ist mir heute gelungen? Und es können ganz, ganz kleine Dinge sein, einfach, dass du vielleicht wirklich das Tagebuch geschrieben hast, ist schon ein Erfolg. Oder dass du vielleicht ein Telefonat geführt hast, das Richtung deinem Ziel geht. Also diese kleinen Dinge, schreib dir das auf. Und warum ist das so wichtig? Weil wir am Tag so viele negative Dinge hören. Und damit du das Positive fokussierst, ist wichtig, dass du dir aufschreibst, was ist dir heute gelungen. Und das jeden Tag. Dann bist du auf der Erfolgsspur. Und das wird eine Gewohnheit und die bringt dich wirklich ans Ziel. Und dann ist der vierte Punkt, das vierte Mandel, der Punkt 4. Der Punkt 4 ist, dass du dir helfen lässt. Lass dir von Menschen helfen, die mehr Wissen oder das Wissen haben, das dir abgeht. Wir haben Schwächen und wir haben Stärken. Konzentriere dich auf deine Stärken, die du kannst, und für alles andere hol dir Hilfe. Wenn wir jetzt wieder beim Hausbau bleiben, geh zum Architekten, lass dir das Haus planen. Da ist es selbstverständlich, dass wir dann zum Architekten gehen, weil das haben wir nicht studiert. Aber bei diesen kleinen Dingen, wie zum Beispiel, wenn du ein Business hast und du möchtest sichtbar werden und jetzt müsstest jeden Tag ein Posting machen, eine Story auf Instagram oder Facebook und das ist für dich mordsmäßig anstrengend, dann lass dir doch helfen von jemandem, der das besser kann als du. Oder wenn es die Buchhaltung ist, dann lass dir die Buchhaltung von jemandem helfen, von jemandem machen, der das gerne tut. Also eben, mach dir Gedanken, wo ist dein Ziel? Das sind jetzt ja nur Beispiele, du musst ja schauen, wo ist dein Ziel und wer kann dir helfen? Weil Erfolg passiert nie allein. Für einen Erfolg brauchst du immer Menschen. Die einen Menschen, die deine Kunden sind, und die anderen Menschen, die dir Tipps geben, die dir helfen. Zum Beispiel ein Coach kann da ein Sprungbrett zum Erfolg sein, weil wenn der schon dort ist, wo du hin möchtest, dann kann der Tipps sagen, an die du nie gedacht hättest. Und du kannst jetzt natürlich, bevor du irgendwas machst, erst auf der Universität gehen, studieren oder viele Kurse anschauen. Aber das ist Zeit, das ist Geld. Wenn du da einen Coach hast und du fragst ihn und der schüttelt da die Ideen gerade so aus den Ärmel, dann bringt dich das schneller weiter, weil du sofort in die Umsetzung kommst. Also das sind wertvollste Tipps, weil die habe ich lange, lange nicht beachtet und erst seitdem ich das mache, geht es so wirklich vorwärts bei mir. Und das wünsche ich dir ja natürlich auch, dass es vorwärts geht. Also der Tipp 4, lass dir von jemandem helfen, der schon dort ist, wo du bist, oder der das kann, was dir noch fehlt. Genau. Und dann,
Und jetzt halt den Fortschritt auf den positiven. Das ist so wichtig. Man vergisst oft, was man schon alles geleistet hat Richtung Ziel. Das heißt, mach da wirklich, schau, wo stehst du jetzt und schreib mal immer, nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal im Monat oder einmal in der Woche auf, wo bist du schon einen Schritt weitergekommen, dass du den Fokus auf den Positiven hast, dass du den Fokus auf dem hast, wo du schon weitergekommen bist. Weil oft kommt der Zweifel und sagt, na, es bringt überhaupt nichts. Und dabei hast du vielleicht vor einem Monat angefangen mit 0 Followers auf YouTube oder Instagram und jetzt hast du schon 150. Dann ist das ein Fortschritt. Aber wenn du sagst, 150 sind noch nicht 10.000, aber gegenüber letzter Woche, wo 0 waren, ist es jetzt ein mega Fortschritt. 150% Steigerung. Und halte diese Schritte fest, dass du den Fortschritt siehst und merkst, ah, da passiert ja doch was. Oder wenn du, keine Ahnung, einen Umsatz auf einmal hast, einmal, keine Ahnung, 1000 Euro in der Woche und auf einmal hast du schon 1500 Euro und dann sagst du, das ist mir immer nur zu wenig, weil ich möchte 100.000, aber es ist schon 500 Euro mehr als letzte Woche. Also halt diese Schritte fest. Und jetzt möchte ich dir einfach noch einen Zusatztipp geben. Es gibt ja viel, viel mehr Tipps noch, aber einer davon ist, halte den Fokus auf das Positive. Wie gesagt, wir haben so viel negative Nachrichten. Den ganzen Tag, das fängt wirklich mit den Nachrichten im Radio, im Fernsehen an, mit den Nachrichten von der Nachbarin, von den Kindern, von irgendwo. Und dann kommst du in diese Negativschiene rein und das ist unmerklich, das ist schleichend. Und deshalb fokussiere dich wirklich am Abend immer, was habe ich erreicht, was habe ich gut gemacht, was möchte ich morgen machen, diese Planung. Und das hält dich am Laufenden. Und es gibt ja noch wesentlich mehr Tipps, und die ich da weiterbringen möchte oder näher bringen möchte. Was auch nur ein Geheimnis ist, ein kleines, ist das Teamwork, das Zusammenarbeit, das in der Gruppe, das Motivieren jede Woche, so quasi wie bei einem Stammtisch. Und genau das ist jetzt das, wo ich gesagt habe, bleibt zum Schluss, jetzt wird spannend. Es gibt am 12. und 13. Jänner, Januar für die Deutschen, in Österreich, bei mir in Oberösterreich, einen Live-Workshop, einen Vernetzungsworkshop. Das heißt, ganz wichtig, es sind viele Unternehmer da und wir dürfen eine Ausstellung machen, dass du dein Produkt präsentieren kannst. Erstens werden wir lernen, wie präsentierst du dich auf Social Media, wie präsentierst du dich auf einem Messestand zum Beispiel. Und genau das werden wir lernen. Wie mache ich mehr Reichweite? Wie mache ich mehr Umsatz? Also es ist ein Zwei-Tages-Workshop, wo wirklich praktisch gearbeitet wird, wo man natürlich auch theoretisches Wissen lernen über die sieben universellen Gesetze. Wie kann ich mal mein Ziel auch ins Jetzt holen? Und wie kann ich es dann umsetzen? Aber das Interessante dabei ist, dass du jetzt direkt dich vernetzen kannst mit anderen Menschen. Da kriegst du viele, viele Ideen, die ich allein gar nicht habe. Oder du auch nicht, weil wenn ich alleine bin, habe ich nicht so viele Ideen, als wenn wir da 30 Leute sind. Und dann können wir uns gegenseitig vernetzen. Und das Coole ist, es wird ein Programm geben. Jetzt verrate ich ja, aber wir sind ja unter uns. Normal soll ich es ja gar nicht verraten. Es wird ein Folgeprogramm geben für alle Teilnehmer, die da dabei sind, dass sie wöchentlich sich im Zoom treffen, um gegenseitig einen Austausch zu machen und sich durchzupushen für das nächste Jahr, für 2024. Damit du dran bleibst am Ball, dass du am Ball bleibst. Das wird unser Motto werden: Bleib am Ball. Wie gesagt, komm einfach in den Workshop und ich mache dir wirklich einen Special Preis. Melde dich einfach bei mir. Du kannst deinen Partner oder deine Partnerin mitnehmen. Du kannst deinen Geschäftspartner mitnehmen, weil es ist wirklich ein Durchbruch fürs neue Jahr. Melde dich ja rechtzeitig an, weil die Plätze sind natürlich bei einem Live-Event limitiert, weil wir ja die Raumgröße haben einfach. Es soll ja jeder Platz haben, du sollst ja nicht draußen vor der Tür stehen und dann von außen zuschauen, sondern du willst ja in den Raum rein. Also melde dich rechtzeitig an, melde dich einfach bei mir per ganz E-Mail, per Telefon, ganz einfach und per WhatsApp. Und dann schau mal, ob für dich noch ein Platz ist und wie du dir am besten präsentieren kannst, welche Produkte du mitnimmst oder welche, keine Ahnung, das werden wir dann besprechen und dann freue ich mich einfach. Und dann wirst du total noch mehr Schritte hören natürlich, das wird viel, viel tiefer reingehen als jetzt im Video.
wie du dich sichtbar machen kannst, wie du mehr Kunden, mehr Reichweite aufbauen kannst und vor allem diese Vernetzung mit anderen Menschen, die gleichgesinnt sind, so wie du, die vorwärts wollen 2024. Und das ist das Geheimnis. Ja, wie gesagt, falls dir das Video jetzt gefallen hat und sagst, naja, so war ganz interessante Punkte dabei, dann freue ich mich natürlich, wenn du das teilst oder den Kanal abonnierst oder ein Zeichen da lässt. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn wir uns persönlich kennenlernen, wenn du beim Seminar dabei bist, bei dem Workshop. Und glaub mir, es lohnt sich. Wir haben schon sehr viele erfolgreiche Teilnehmer dabei gehabt, die wiederkommen und andere, die so Erfolg haben, dass sie da nicht Zeit haben, weil sie ausgebucht sind. Aber ich freue mich speziell auf dich. Und jetzt wünsche ich dir noch, einfach weil es kurz vor Weihnachten ist, schöne Weihnachtszeit, schöne Silvester für deine Familie, für dich. Und ich freue mich, wenn wir uns im Januar sehen. Alles Liebe und ciao, ciao, deine Martina.